Joho, Sims 4 Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Oh, hier meine Moi und ihr Babybauch. Also, ich habe ja irgendwie nicht das Gefühl, dass das ein Baby ist. Das ist irgendwie apokalyptisch und es sieht auch so aus, als würde es jede Sekunde rausfallen. Es tut mir schon so ein bisschen leid. Das ist schon so ein bisschen, soll ich sagen, Marvin singt zum... passend zum Lied. Oder auch nicht. Ach, schön. Ich denke mal, das Baby wird heute auf jeden Fall kommen. Die Frage ist nur, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Weil Marvin muss ja eigentlich arbeiten. Der müsste auf jeden Fall dann... Leistung ist echt gut. Er müsste auf jeden Fall dann von der Arbeit früher nach Hause. Na Maui, how's it going? Na, wie fühlst du dich? Oh, sie ist energiegeladen und glücklich und zufrieden. Aber sie müsste bald mal auf die Toilette. Das kann ich auch verstehen. So ein Baby drückt, schätze ich mal, ganz schön auf die Blase. Was mit Outfit ändern in Alltagskleidung 3. Nein, 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 Out 4. Ja, genau, das nehmen wir jetzt. Du kannst dann gerne mal dort auf die Toilette gehen. Marvin stört das bestimmt nicht. Morgen, Liebling. Guten Morgen. Geh mal was zu essen für mich machen. Ganz alleine. Du Egoist. Du gehst jetzt Frühstück servieren. Rührei, los. Ach, da stinkt schon wieder was. Hab sauber gemacht. Lob mich. Gut, also Maui müsste auch dringend mal duschen. Wie wär's mit Schnellduschen? Wenn du energiegeladen bist, kannst du schnell duschen. Das klingt doch gut. Energiegeladen und hochschwanger. Naja, gut. Wer weiß, wer weiß. Innen kalt, wegen Mikrowellengericht. Von außen ist es warm, doch innen kalt, wie unbefriedigend. Dann hast du es nicht lange genug drin gelassen. Ja, Marvin muss bald bei der Arbeit sein. Ich glaube, die werden wir... Kann man nicht irgendwie bei der Arbeit anrufen und sagen, ey, ich kann... Nee. Ich muss... Oh, wir müssen unsere Rechnung bezahlen. Das sollten wir auch tun. Dass man halt dann dort anruft und sagt, ich muss heute das mal ausfallen lassen. Was ist denn das überhaupt für ein komisches Handy? Das war eine dicke Hülle. Hat meins auch, muss ich dazu sagen. Oh, guck mal, Marvin erreicht bald ein neues Kochlevel. Na, na, ach komm. Also, oh, au. Wenn man das mit Rührei machen muss, dann ist das Rührei aber schon richtig für einen Eimer. Aha. Na gut, ihre richtigen Maui-Klamotten stehen ihm immer noch am besten. Setz dich mal hin, junge Frau. Wobei ich kann mir vorstellen, dass Sitzen damit gar nicht so einfach ist. Zuhören. Wie war's mit romantischer Musik? Oh, sitze ich zu Marvin. Wie schön. Ah, Schatz, guck mal. Die schöne romantische Musik. Ist die nicht toll? Ja, finde ich auch. Sehr, sehr, sehr schön. Oh. Oh, guck mal, wie er sie anlächelt. Die beiden sind so glücklich. Was ist jetzt schon wieder passiert? Huch, ich wollte da nicht rauszoomen. Ich geh wieder rein, danke. Maui plaudern. Ach, weil er jetzt auch Energie... Ist er jetzt auch energiegeladen? Du gehst nicht zur Arbeit. Du gehst einfach nicht zur Arbeit. Du bleibst bei deiner schwangeren Frau. Das macht man nicht. Man geht da nicht arbeiten. Ignorieren wir jetzt die Arbeit heute mal. Die Hochzeit war wirklich schön. Ja, das war echt eine voll gute Idee. Naja, eine große Wahl hatten wir ja auch nicht. Ich meine, man muss dann halt auch zu den Dingen stehen, die man so in seinem Leben macht. Und wenn man was verbockt, muss man auch dazu stehen. Wie sie zur Musik abgeht, voll gut. Sag mal du, wie wollen wir das Kind eigentlich nennen? Hast du da eine Idee? Also ich dachte ja an Maui 2.0, wenn es ein Mädchen wird. Wirklich? Das ist ja voll altbacken. Deswegen bist du jetzt aber hoffentlich nicht zu mir gezogen, um mein Kind blöd zu nennen. Wie wär's mit Gitarre? Nee, ich meinte... Irgendein schöner Name. Naja, ich meine, wir können es auch Lama nennen. Oder Wolli oder Flauschi, wenn das ein Haustier wäre. Du bist manchmal echt seltsam. Nicht zocken gehen. Nicht zocken gehen. Weiter unterhalten. So. Ja, wie nennen wir dann ein Kind von den beiden? Das werden wir dann noch ziemlich spontan sehen, je nachdem, wie viele Kinder es werden. Also, wie das aussieht, werden es sehr viele Kinder.
Donna Bella. Wie geht's hier drüben eigentlich? Alles gut hier drüben? Wie geht's dem Garten? Da können wir ja sogar spicken. Oh, guck mal, Maui scheint sich... Maui, sag ich schon. Ich bin schon völlig verwirrt. Hier, Yuki scheint sich um den Garten zu kümmern. Maui sollte auch einen Garten haben oder sowas. Lautstärke, Mittel. Was wollt ihr jetzt tun? Sie will jetzt Sportspaß spielen. Dann kannst du das ja mal weglegen. Und... aufräumen. Und dann vielleicht doch noch zur Arbeit gehen. Zumindest so lange, bis wir ihn früher von der Arbeit zurückbeordern müssen. If you know what I mean. Oh, diese wunderschönen Klamotten. Ja, ich weiß, wir gehen ja schon arbeiten. Der Chef ruft wieder an. Guck mal, Yuki kommt. Yuki kommt uns besuchen. Hereinbitten. Das ist aber nett, dass Yuki vorbeikommt. Maui und Yuki haben sich nämlich noch nicht richtig miteinander angefreundet. Die müssen sich noch richtig kennenlernen. Hey, hallo Yuki, na, wie geht's? Och ja, ganz gut. Soll ich reinkommen? Ja, komm mal rein, los. Die Tür steht ja offen. Wenn ich durchpasse, passt du auch durch. So ein bisschen kennenlernen, Zuspruch geben, Hüfttanz bitte nicht. Dann weißt du, Spiele reden, Interessen reden. Also wir haben beide auf jeden Fall Spaß. Boah, ich bin so energiegeladen, obwohl ich schwanger bin. Ist das nicht unglaublich? Oh, ja, das ist faszinierend. Warte, ich setz mich mal hin. Ach, ich bin nämlich nicht so energiegeladen. Ich werde joggen. Warum reden die jetzt beide? Auf jeden Fall Witze über Enten erzählen, finde ich gut. Fesselnde Geschichte. Sag mal, spielst du auch so gerne Videospiele? Also ich mag Videospiele total gerne. Ich weiß nicht, ob ich die einschränken muss. Gott. Das Bauch. Wenn so Legend of Zelda fand ich immer richtig geil. Ne, mit Link so durch die Lande ziehen. Aha, ja, ja, das kann ich nachempfinden. Super, noch jemand, der da so draufsteht wie ich? Ja, geil. Ist ja auch kein Verbrechen, auf solche Kinderspiele zu stehen. Also ich mag das. Ja, ich auch. Ich habe auch immer gerne Pokémon gespielt. Boah, das kommt, die neuen Pokémon-Editionen sind ja jetzt raus. Hier Alpha, Rubin oder so. Nee, hier und Omega, Saphir oder wie heißen die nochmal? Ich weiß es nicht, muss ich mir unbedingt zulegen, muss ich mir kaufen. Oh, echt? Wirklich? Cool. Nee, ich habe die leider auch noch nicht. Sie muss schon wieder auf die Toilette. Und die beiden sind jetzt immerhin schon mal Bekannte. Sie muss mal puschern. Spezialrezept zubereiten. Proteinteller. Energiereicher Proteinteller. Warum denn nicht? Ach, das geht jetzt nicht mehr. Schade, wir sind nicht mehr energiegeladen. Sowas Blödes. Dann ein Gericht nehmen. Achso, du musst übrigens hart arbeiten, weil... Marvin ist mit seinen neuen Projekten bereits im Rückstand. Soll er darauf bestehen, dass alle länger arbeiten oder seinen Chef überzeugen, dass er mehr Zeit braucht? Überstunden! Puh, sie liegen wieder im Zeitplan und die obere Geschäftsleitung ist erfreut. Das Team von Marvin beschwert sich lautstark, aber jetzt haben sie wenigstens mal Grund zu meckern. Nur kleine Leistungsverbesserung, das ist doch gut. Oh, und Maui hat die Toilette kaputt gemacht. Die wird sie dann gleich mal reparieren müssen, falls sie dann auf die Toilette muss. Schade, dass man keinen Handwerker mehr rufen kann. Ich finde das so unnötig. Yuki muss jetzt erstmal hier twittern. Maui ist so glücklich. Sehr glücklich. Ah, Rührei, das mir mein Mann gemacht hat. Mh, lecker. Okay, schmeckt ein bisschen nach Kühlschrank und es ist schon kalt und ich habe die Toilette kaputt gekackt. Aber hey, und ich kann das Essen vor meinen Brüsten gar nicht sehen, weil die so riesig geworden sind. Da Riesenmöpse. What the hell? Das reicht aber für 4 Babys, ne? Oh Gott, bitte nicht. Naja, Dinge können passieren. Toilette, kannst du mal aufhören, solche Strohlgeräusche zu machen? Das muss ich nachher auch noch auf die Toilette hier. Yuki, könnt ja auch mal ruhig helfen. Yuki, was machst du da? Ach, Yuki spielt jetzt die Sims. Sims Forever. Ich finde das so gut. Wobei ich mir wünschen würde, sie hätten da auch etwas komplexere Handlungsabläufe ins Spiel programmiert, sodass es wirklich aussehen würde, als würden sie zocken und nicht, als würden sie sich einen Trailer anschauen. Naja. So, Yuki, hochschwanger, frisch verheiratet.
muss die Toilette reparieren. Ich glaube, ich komme schon wieder mit den Namen durcheinander. Das ist Yuki, das ist Maui, das ist Yuki, das ist Maui, das ist Yuki, das ist Maui. Das liegt irgendwie daran, dass sie so den gleichen... Oh, da kommt ja der Papa. Dass sie so den gleichen Endlaut haben. Läuft da hinten, das ist der Dimitri Angelson. Hier läuft Sarah Angelson. Die Angelsons sind hier unterwegs. Ich muss Papa hereinbitten. Aber erstmal musst du ja die Toilette zu Ende machen. Oh. Hallo, Papa. Na, wie geht's dir? Willst du reinkommen? Ja, warum nicht? Ja, ne, hier. Das ist unglaublich. Hi. Ich habe jedes Mal eine andere Stimme, wenn wir uns sehen. Ja, lustig. Oh, der Blick. Der Blick ist Gold wert. Moment. Den muss ich festhalten. Okay, er ist mehr als nur Gold wert. Der Ausdruck alleine. Papa daneben denkt sich schon, verdammter Scheiße, ne? Dieser Mann, jetzt ist doch so, ich schließe meiner Erziehung Schuld. Herrlich. So, hier. Mal Papa mal drücken. Das sind aber viele Kinder. Muss man gleich mal auf Facebook posten. Drillinge! Witzig. Oh, voll gut geworden. Oh, die Wehen haben eingesetzt. Marvin? Bin der Chef nicht zufrieden, wenn Marvin früher von der Arbeit kommt? Oh, oh. Oh, Yemine. Aber Moi. Marvin, beweg dich. Komm her. Ey, Papa, hallo, ich hab Wehen. Ey, siehst du das nicht? Willst du mal anfassen? Hallo. Was? Die Wehen haben eingesetzt? Scheiße, nicht in Panik geraten, nicht in Panik geraten, nicht in Panik geraten. Ich gerate in Panik, ich gerate in Panik, ah, ich gerate in Panik. Zu spät, ich bin in Panik geraten. Oh, sie ist völlig fertig. Wieso gehst du schlafen, wenn deine Wehen eingesetzt haben? Wie wär's denn jetzt mit Baby bekommen? So, Marvin. Geh mal hier rein. Auf. Da ist das Babybettchen. Moi macht uns noch, Moi schon wieder. Ja, Yuki macht uns noch schöne Musik. Und? Aber man denkt sich auch, ich kann nicht helfen, ich fühle mich so hilflos. Ah! Gerät er jetzt schon wieder in Panik? Nee, zuschauen. Oh, herzlichen Glückwunsch, es ist ein Mädchen! Geburt, Leben, das Universum und alles warten. Es wird ein langer Weg, Kind. Maui hat soeben ein Mädchen zur Welt gebracht. Dieses Baby braucht einen Namen. Möchtest du sie nennen? Wenn wir schon mit den Namen durcheinander haben, wie wäre es denn mit Chloe? Maui und Chloe und Marvin. Ich finde, das passt gut. Oh Gott sei Dank, es ist nur ein Kind. So, jetzt erstmal hier drücken. Wange küssen. Oh. Nochmal knuddeln. Ah, guck mal, Opa gleich so. Oh, das ist mein Enkelkind. Mein Enkelkind. Schön. Ah, das ist ein süßes Bild. Die ganze Familie zusammen. Das gefällt mir. Das sieht schön aus. Ah, und Opa gleich so. Oh, du bist aber kleine süße Po. Ja, meine kleine Chloe. Oh, meine kleine Chloe. Oh, meine Po. Mensch, das hat ja echt besser geklappt, als ich gedacht habe. Du hast das richtig gut gemeistert mit dem Kinderkriegen. Also ich bin echt stolz auf dich. Hey, ja, das hätte ich mir auch gar nicht gedacht. Guck mal, wie klein meine Brüste jetzt auf einmal sind. Ja, das ist schade, aber naja, ich meinte, was ich sagen wollte ist, jetzt haben wir bestimmt viel im Haushalt zu tun. Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ach was, ich kann kochen. Was soll schon schief gehen, ha? Wie geht's, Baby? Chloe geht's gut. Na, dann machen wir jetzt mit. Die ist völlig fertig. Schaukeln, liebkosen. Oh, so süß. Unsere kleine Chloe. Oh. Marvin so völlig mit sich selbst zufrieden. Ich heiße Marvin. Ich meine natürlich, das ist einfach der beste Tag meines gesamten Lebens. Also, noch vor der Hochzeit natürlich. Das ist halt einfach so. Muss ich gleich ins Internet stellen. Nein, du gehst jetzt nicht zocken. Unsere Gäste sind inzwischen wieder mal alle verschwunden. Naja, Yuki wird sich gedacht haben, da will ich mal lieber nicht stören. Ach nee, und sie hängt irgendwo draußen. Nee.
Ja, Opa ist, Opa hat sich, ist jetzt ein Opa, ja, kann man Opa nennen. Opa hat sich jetzt an den Tisch gesetzt und isst erstmal was. Kann Marvin dann irgendwas Produktives tun? Marvin könnte sich sofort ransetzen und arbeiten oder er könnte auch mal mit dem Baby spielen. Kann man nebenbei eigentlich reden, wenn sie sich ums Baby kümmert? Oh, so süß. Angurren, ach wie niedlich. Ich denke mal, es wird danach dann allerdings Zeit zu schlafen. Marvin darf sich jetzt ums Baby kümmern. Hüpfen! Komm mal hier, meine kleine Chloe, du. Und jopp. Ah. Oh. Angurren. Ah, du bist ein ganz süßes Baby. Ganz süßes Baby. Und ich habe keine Ahnung, wie man sich um Babys kümmert. Oh mein Gott. Stolz vorzeigen. Oh ja, komm, wir zeigen ihm das. Zeigen das. Oh, jetzt ist eingeschlafen. Na gut, dann wollen wir dann da nicht weiter stören. Kann er sich ja hier mit ihm ein bisschen unterhalten. Hier ein bisschen zusammen Witze erzählen mit dem Opa. Da muss er sich auch noch gut anfreunden. Hallo Schwiegervater. Na, wie geht's? Das ist ja besser geklappt mit dem Baby, als ich gedacht habe. Ja, das ist ein strahlender Augenblick meines Lebens. Ja, das finde ich gut, ne? Man hätte ja erst gedacht, du bist voll der Versager, ne? Ach, was, ich doch nicht, ne? Tun Sie doch nicht so, als wäre ich ein Verbrecher, nur weil das gleich so schnell ging. Ach ja, kein Problem. Nimm dir das nicht krumm. Tag, Tag. Klopf, klopf, Witze erzählen. Parodieren. Roboter-Invasion reden, finde ich mal gut. Ah, er ist sehr verspielt. Ja, aber ist ja halt auch nun mal der perfekte Tag für sowas. Lustiges Gespräch. Die Planeten. Wenn sie alle in einer Reihe stehen, kommt die Roboter-Killer-Invasion über unsere Welt. Mann, du hast aber lausige Ideen, Mann. Ja, ich sollte Schriftsteller werden über Aliens. Ja, das finde ich gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, er hat es gerade etwas übertrieben damit. Und wie wäre es dann mit ein bisschen Fernsehen, zusammen Kanal wechseln, Kanal schauen, Nachrichten, hm? Bisschen Nachrichten gucken. Und hier können wir die Mucke ausschalten. Oh, Maui und Chloe am Schlafen. Wie schön. Das erste Baby in unserem Sims 4 Let's Play wird garantiert nicht das letzte Baby sein, aber das Kinderzimmer ist groß genug, das Elternzimmer ist groß genug, die Küche, alles geht. Also das ist ein Haushalt für Mutter und Kind, wo das, da klappt das. Oh, hier, Thorsten kommt vorbei, der möchte uns sicherlich auch mal Hallo sagen. Könnte das wohl sein? Ah, es ist Thorsten. Hey, Bro, na, was geht? Schön, dass du gekommen bist und gleich wieder gehst. Tschüss, Schwiegervater. Tschüss. Spitzbübig bedrängen, nee. Tag verschönern. Ich hab jetzt ein kleines Baby. Ey, Gratulation, Mann. Ey, was ist denn? Es ist ein Mädchen geworden. Irgendwie ist Thorsten so ein bisschen fertig mit Nerven, kann das sein? Was ist mit ihm hier los? Wütende Mitarbeiter wegen Arbeitsereignis. Ach komm, nicht so schlimm. Hauptsache unsere Leistung hat sich verbessert. Das können wir auch gebrauchen, nachdem wir ja früher weg mussten. Drei Plugins auf dem Computer programmieren. Da können wir uns auch noch drum kümmern. Na gut, während die beiden Jungs hier am Quatschen sind, lassen wir die Mama mal in Ruhe schlafen und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4. Bis dahin. Bye.